Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier wieder zurück zum Firefighting Simulator. Ja, und wir schauen uns jetzt mal an, was jetzt eigentlich hier nach der Tutorial-Phase geschehen ist. Also in der ersten Folge haben wir ja zusammen das Tutorial bestritten und die letzten Punkte habe ich dann noch alleine ausgeführt. Das war einfach nur noch die Rettung von Personen und der Einsatz der Drehleiter. Ja, und jetzt gucken wir einfach mal, was wir hier nehmen. Ich glaube, das war sowieso das Erste, was wir gespielt hatten, genau. So, gucken wir uns das mal an. Und drücken wir hier mal Start. So, du möchtest eine neue Mission, ein spezielles Training erforderlich ist. Das wird schon vorhin zuerst. Das Training ist ja absolut falsch. Nö, das haben wir ja schon gemacht. Diese Nachricht nicht noch einmal anzeigen. Mission trotzdem beginnen. Das ist Mission, hier kannst du auf den Notfall vorbereiten, indem du ein Löschfahrzeug auswählst. Okay. Jetzt müssen wir hier. Gut, wir haben nur das. Einzelspieler, können wir auch auf Multiplayer gehen, ja. Das finde ich cool. Guck mal, da könnt ihr das auch mit euren Freunden zusammenspielen wahrscheinlich. Werden wir aber erstmal später gründen. Das sind ja erstmal die ersten Minuten bzw. Stunden hier im Spiel. Ja, und anderes Fahrzeug können wir nicht auswählen. Das ist hier anscheinend unser Trupp. Und starten einfach mal diese Mission. Bin gespannt, bin gespannt. Die Flammen von Fett- oder Chemikalienbränden haben andere Farben als die Flammen anderer Feuer. Mach dich mit dem Unterschieden vertraut, um in jeder Situation das Richtige zu tun. Okay, das haben wir ja im Tutorial gelernt, dass wir hier Tatsache das mit einem CO2-Feuerlöscher machen müssen, nicht mit Wasser. Ne, kennt man auch so aus dem Fernsehen oder so. Generell, wenn zu Hause mal ein Topf mit Öl anfängt zu brennen, bloß nicht mit Wasser rangehen. Oh, jetzt müssen wir hier selber ausrücken. Na dann, ab geht er. Ups, ich war nicht draufknallen. Kann ich eine Sirene anmachen? Ah, da. Naja, was ist denn das hier für ein Scheiß? Habt ihr gesehen, Auto weggebackt. Ja, wir werden es mal verzeihen. Wir sind schon unterwegs. Das ist irgendwie cool gemacht, ja, das hat was. Da habe ich auch meinen Martinshorn angemacht. Blinken könnte man hier also Tatsache auch noch. Ja, mit 52 Meilen pro Stunde unterwegs. Ist schon ordentlich für so ein Gefährt hier, ne? Warum ist hier wieder zu langsam? Verstopfung? Verkehrsunfall mit wem denn? Mit ihm oder was? Okay, da unten steht es auch, wie weit wir fahren müssen. Auf der Minimap sehen wir die Route. Darüber sehen wir die Entfernung zum Ziel. Genau, die wird nämlich weniger. Und ich bleib mal mit der Kamera hinterm Fahrzeug. Scheinwerfer auch mal anmachen. Jetzt sind sie beide im Duett hier, ey. Dispatch Team 1 reports indicate the fire has begun to spread. Evacuation status of the house is still unknown. Ja, wir sind da unterwegs. Er zieht aber ab da vorne, ne? Das kommt da nicht aus dem Hintern, dann ist er weg. Ja, ab zum Einsatzort. Die Musik, ey, die reißt eigentlich richtig mit. Die ist zwar nur relativ leise im Hintergrund, aber ist stimmig. Die Reflexion der Sirenen, der Scheinwerfer haben wir an den Wänden dank der Unreal Engine möglich. Ich würde ihn ja eigentlich gerne überholen, ne? Fährt. Genau, schön Rettungsgasse bilden hier. Fein. Okay, vorne müssen wir gleich links. Ja,
komm, ich überhole dich jetzt, ey. Aufgeschissen. Hoppala. Ups, gleich ein Schild mitgenommen. Passiert. Ab an der Seite hier. Schnelle Fahrzeit abgelaufen. Okay, waren wir ein bisschen zu langsam. Oh, da war ein Auto. Ja, da muss man sich nur einfriemeln. Da hinten ist auf jeden Fall der Brand. Also hätte man hier auch noch einen Bonus kassieren können, wenn man entsprechend schneller Zeit am Einsatzort ist. Aber das ist eine Sache der Übung einfach mal. So, ich bin da. So, aussteigen. Okay, wir müssen die Stromversorgung abstellen. Auch ein netter Aspekt, ne? Okay, also muss ich jetzt hier nichts anschließen, das macht anscheinend das Team. So, wir müssen jetzt erstmal einen Sicherungskasten finden. Deswegen suche ich gleich mal draußen das Haus ab. Ich habe ja gehofft, dass draußen hier vielleicht einer zu sehen ist. Irgendwelche Schwelbrände? Ah, ich brauche ein Werkzeug. Ja, kann ja auch ein Teammitglied machen. Und du kannst mal hier in die Scheibe einschlagen. Okay, Boss. I'll break it open. Let me grab a tool first. On a 360 check. We've got a victim in the rear bedroom. Dann kommt dann einer angerannt hier. Ich habe ihm Befehl gegeben, er soll die Scheibe einschlagen. Ah, da kommt er. Move, 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 move. Okay, Nummer 2 ist zum Löschen am Startski. Den können wir vielleicht auch gleich sagen, dass er löschen soll. Ah, man muss hier wirklich so sein Squad, deswegen heißt es auch The Squad. So ein bisschen steuern. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Ah, ich hol mir mal selber eine. Was zum Tür öffnen. Stehen sie da, gucken mich an. Mach da mal was. So, nehmen wir uns mal eine Axt mit. Ich will nämlich die Tür öffnen, dass er erstmal anfangen kann zu löschen. Okay, ducken, F drücken. So, dann kann er erstmal Nummer 2. Kann erstmal löschen und wir durchsuchen hier erstmal alles. Im hinteren Schlafzimmer gab es nämlich irgendwo jemanden, der Hilfe braucht. Okay, er kann Pickup machen. Raus mit ihm. So. Und wir müssen den Sicherungskasten finden. Ah, hier. Okay, jetzt kann er nämlich löschen. Ohne dass sich das wieder neu entzündet hier. Er müsste die Leiche. Jetzt die Leiche, sag ich schon. Das Opfer raustragen. Tot ist er ja nicht. Gott sei Dank. Durch unsere Hilfe wird er ja hier überleben. Boah, krass. Kann man das machen? Ja, verhindern? Okay, das war schon. Einfach gedrückt halten und was macht er dann? Die Sache hier safen oder was? Gut, er ist schön am Löschen. Gut auch. Boah, verdammte Axt. Das hat mich jetzt auch getroffen. So, er ist aber da noch beschäftigt. Kann ich auch einen Schlauch bekommen? Hm, eigentlich ja. Eigentlich müsste das ja gehen. Gehen einfach mal hinten ran. Nehmen uns mal hier so ein Teil. So, den müssen wir erst anschließen.
Sonst müssen wir noch vorne ein Stahlrohr befestigen, quasi diese Düse. So, und jetzt können wir nämlich auch reingehen. Der eine hat ihn rausgebracht. Komm schon zur Hilfe, Bro. Das kriegen wir hin hier. Mich würde es mal interessieren, wenn man gar nicht löscht, ob das ganze Haus abfackelt. Oh, verdammte Axt, ey. Was war denn das jetzt? Schnell im Sunset abgelaufen. Na komm, wir sind ja hier Anfänger. Jetzt mal, brauchen wir nicht so einen Druck auf. Ja, hier geht es um Menschenleben. Also kann man deutliche Bonis hier kassieren, anhand der Geschwindigkeit, die man dann halt hat. Aber wir werden ja noch geübter hier, ne? Erster Tag bei der Feuerwehr. Oh, was ist das hier wieder? Erster Tag bei der Feuerwehr ist ja, noch hier kommen, noch zu verstehen, dass das hier nicht alles gleich auf Anhieb perfekt läuft, ne? Dass wir auch ein bisschen mehr Zeit brauchen. Ja, wir kriegen den Band aber jetzt langsam unter Kontrolle. Ne, hilft mir doch schon. Na, fängt es wieder hinter mir an zu brennen. Gut. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass die Hitze nicht ganz so rüberkommt. Also das hätte man vielleicht mit so ein bisschen verschwommenen Effekten machen können. Ne? Also ihr kennt das ja alle selber, so aufsteigende Hitze, ne? Die erzeugt ja so einen Schimmer. Das hätte man vielleicht noch irgendwie berücksichtigen können. Immer wieder anfangen zu brennen hier. Mann, ist das spannend. Ja, wenn man selber spielt, ist schon, ne? Muss man schon ein bisschen. Ein bisschen konzentrieren. Was ist das, eine Flammenhülle hier, ey, wa? Krass. Ich frage mich gerade, ob die anderen auch löschen könnten. Das werde ich auf jeden Fall nochmal austesten, weil wenn jetzt hier vier Leute drin stehen würden, wäre es ja auf jeden Fall ein bisschen easier. Ich versuche das mal kurz mal zu ergründen. Dann hol hier mal. Bewegt er sich jetzt? Ja, ich glaube, der holt sich jetzt einen Schlauch. Ja, der scheint auf mich zuzukommen. Kann die eins mal bitte löschen. So. Die eins auch mal hier mit rein.
Na, er kommt auf jeden Fall jetzt näher. Da ist er und hat auch einen Schlauch bei. Alles klar. Ey, ja, geh mal direkt in die Flammboy, ey. Du sollst löschen, kannst du nicht löschen? Er soll sich nicht bewegen, er soll löschen. Kann er denn nicht? Zu dem anderen konnte ich ja ganz easy sagen, er soll löschen. So, und er löscht nicht hier. Nee, da läuft nur die Flammen. Feuerbekämpfungsgefehl. Ah, okay. Rechte Maustaste gedrückt halten und dann drücken. Alles klar. Ja, was hat's gelernt? Wo geht der denn jetzt hin? Ihr sagt, bekämpft das Feuer, geht raus oder was? Was macht denn der Typ da jetzt? Ach, er holt sich ein A, er holt sich eine Düse, der hat bloß einen Schlauch bei gehabt. Nun, dann können wir eigentlich theoretisch Nummer 3 das gleiche sagen. Okay. Kann ich aber nicht, okay. Warum auch immer. Wir können vielleicht bloß 3 Mann löschen. Okay, er fängt jetzt auch an zu löschen, sehr gut. Ja, die Hilfe braucht man dann doch, ne? Sonst kriegt man hier so ein Feuer anscheinend nicht gelöscht. Ja, draußen fahren die Autos, man hört's. Ja, wir kämpfen uns einfach rum. Groß halten wir alle 3 rein hier. Ey, ganze Hütte, ey. 1000 Liter Wasser. Jetzt sieht man schon gar nichts mehr. Ah, ich wollte mal einen Schritt voraussetzen. Nasse Angelegenheit, ne? Oh, ich gehe von der anderen Seite ran. Vielleicht kann ich da mehr machen. Kann uns hier auch die Hütte unterraschen. So. Ja, es breitet sich wirklich im ganzen Haus aus. Also wenn wir nicht löschen, dann... Gab es nochmal eine neue Flammen hier vorne gleich? Ich nochmal neu entzündet. Angesicht in Angesicht mit dem Feuer. Das ist echt crazy.
Aber jetzt okay, jetzt hat man es so gecheckt, wie das mit dem gemeinsamen Feuerkämpfen funktioniert hier. Man muss wirklich die Leute reinholen, die müssen einem auf jeden Fall helfen. Alleine schafft man das definitiv nicht. Sagt ja auch der Name Squad, ne? Also hier muss man wirklich seine Leute auch richtig steuern. Jetzt geht das in die Hose. Hinter uns noch. Wir haben es geschafft, ich glaub's nicht. Hätte man wahrscheinlich auch deutlich schneller schaffen können, aber wie gesagt, ey, come on, das sind die ersten paar Einsätze. Das wird definitiv noch besser werden. Na, Qualm tut's noch ordentlich. Oh, Entschuldigung, jetzt hab ich mich total verschluckt. Hat aber auf jeden Fall was, hat auf jeden Fall was. Wo geht denn da der Wasserstrahl hin? Bug! Sieht er das? Irgendwie lustig. Mach die Schotten dicht. Fahrzeit mittel, Missionszeit mittel. Naja gut, mittel reicht mir. Morgen kriegen wir bei einer Errungenschaft nach der anderen hier reingeballert. Belüftete Zimmer, geöffnete Türen, gerettete Opfer, geöffnete Fenster, zerbrochene Fenster. Na, das passiert halt, ne? So, Herausforderungsbonus 750. Haben wir die jetzt alle bekommen? An die Game und Ruhm, Levelaufstieg. Jetzt frage ich mich aber, warum man sich hier auflevelt. Was bedeutet das Levelsystem? Kann man das irgendwo noch einsehen? Da oben vielleicht irgendwo mal draufklicken. Fortschritt gesammelt. Da haben wir noch Sitzung im Browser. Blablablub. So. Die haben wir gerade gemacht. Mich würde mal interessieren, woran man sieht, dass man eine Mission gemacht hat. Achso, weil die wahrscheinlich grau hinterlegt ist. Die ist weiß hinterlegt hier. Achso, das ist die neue Mission, die freigemacht worden ist. Oh ja, cool. Ja, ich würde sagen, die nächste Mission schauen wir uns einfach in der nächsten Folge an. Ja, wir werden auf jeden Fall noch, denke ich mal, ein bisschen dynamischer werden. Und ich wette, es kommen noch richtig krasse Missionen. Ja, wir haben hier einige Missionen, die wir uns definitiv noch anschauen werden. Aber ein spannendes Spiel. Man muss echt aufpassen. Man hat ja gesehen, wenn man nicht richtig agiert, ne, was da passieren kann. Auf einmal brechen die Flammen wieder um einen rum aus. Ne, ist natürlich Lebensgefahr für den Firefighter selber. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Also ich hätte es mir nicht so gut vorgestellt, sage ich jetzt ganz ehrlich mal. Und hat mich ein bisschen gecatcht. Wird Spaß machen, das weiterzumachen mit euch. Alles klar, bleibt gesund und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.